Im heutigen Markeflüster betreibe ich so eine Art ultra kurzfristige Zeitgeschichte und zeige oder versuche zu zeigen, wie die Welt vor einer Woche aussah und wie sie heute aussieht. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren. Ja, was war vor einer Woche? Schauen wir uns doch mal die Dinge an, denn die US-Aktienmärkte stehen ziemlich genau da, wo sie letzten Donnerstag gestanden sind. Aber wir haben eine doch leicht veränderte Nachrichtenlage. Wir hatten damals, um das nochmal zu zeigen, den Dow über der 26.000er Marke, so im Bereich 26.300, 350, ein paar zerquetschte. Was war da los? Damals Larry Kudlow mit der Aussage, die Gespräche zwischen den USA und China, die laufen super. Da ist alles super toll. Dann kam die Nacht auf den Freitag, der Morgen am Freitag, und China sagte, oh, wir werden Gegenzölle erheben gegen die bereits vorher angehobenen, respektive neu erhobenen Zölle im Volumen von 300 Milliarden Dollar, 10% auf die restlichen China-Importe durch die USA. Da also schlug China zurück. Das hat dann Trump damals so erzürnt, dass er gleich nochmal die Zölle angehoben hat um 5%, also von 10 auf 15% jetzt die erste Staffel für die neuen Zölle auf die 300 Milliarden, die jetzt ab Montag dann praktisch eintreten. Und am 15. Dezember soll ja nochmal eine Schippe oben drauf kommen für die bisherigen Zölle, die dann weiter erhöht werden von 25% auf 30%. Die Aktienmärkte haben heute eine Riesenparty gefeiert, weil die Chinesen gesagt haben, ja, wir sind bereit zu verhandeln, auch in die USA zu reisen. Wäre nur sehr, sehr nett, wenn ihr vorher die neue Zollanhebung nicht mehr machen würdet. Das ist auf Asiatisch gesagt. Also wenn ihr diese Zollanhebung macht, dann kommen wir auch nicht. Mal sehen, ob Donald Trump die Botschaft versteht, denn das ist klar durch die Blume gesagt worden, durch die Chinesen. Wir bestehen eigentlich darauf, dass diese neue Zollanhebung nicht kommt. Dann sind wir bereit, total zu deeskalieren, reisen nach Washington und alles kann vielleicht wieder weitergehen. Also vor einer Woche war es ja so, da stand gar nicht in Frage, dass die chinesische Delegation nach Washington reist. Nur der Termin war irgendwie unklar. Jetzt ist nach wie vor der Termin unklar. Aber es sah so aus, als würden sie gar nicht reisen, nachdem eben Trump letzten Freitag dann die neue Zolldrohung ausgestoßen hatte. Und wenn jetzt nichts passiert, dann wird schon am Sonntag Mitternacht Pekingzeit, da ist es bei uns, die Chinesen sind 6 Stunden vor uns dran, das heißt, das ist bei uns 18 Uhr Sonntag, da würden dann die Chinesen diese Gegenzölle im Volumen von 75 Milliarden Dollar gegen die USA verhängen und dann 12 Stunden später 0 Uhr Washington Uhrzeit, Mitternacht Washington Uhrzeit von Sonntag auf Montag, da würde dann diese Anhebung von 10 auf 15% stattfinden. Also das ist die Lage. Diese Anhebung war vor einer Woche noch nicht der Fall. All das schien damals noch in Ordnung. Die Gespräche schienen gut zu laufen. Keine neuen Zölle. Die Reise war der chinesischen Delegation war eigentlich sicher. Und jetzt schauen wir uns an, was die Aktienmärkte gemacht haben. Sind dann runter mit Donald Trump und sind jetzt so ziemlich genau da, wo sie vorher waren. Jetzt könnte man sagen, naja, die Aktienmärkte, die preisen halt das ein, was man so erwartet, nämlich, dass Trump gezwungen sein wird, hier einen Rückzieher zu machen, weil er fürchten muss, dass die Aktienmärkte nach unten gehen, weil er fürchten muss, dass eine Rezession einsetzt. Aber die Frage ist, warum kaufen die Anleihemärkte dann diese Story nicht wirklich? Hier sehen wir die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe, die war zuvor, also vor einer Woche, etwa bei 2,15%, ist heute ein bisschen gestiegen, liegt aber nach wie vor bei 1,97%, also deutlich drunter. Das sind saftige 20 Basispunkte. Das ist im Anleihemarkt schon eine ziemliche Größe, nachdem wir hier ein Allzeittief erreicht hatten. Also die Anleihemärkte kaufen diese Geschichte nicht, die Aktienmärkte kaufen sie. Die Frage ist, wer hat recht oder was läuft da ab? Das ist das große Thema. By the way, Handelskrieg, wir wissen jetzt, das haben zwei enge Mitarbeiter von Donald Trump eine Agentur gesteckt, dass es diese Telefonate, die Donald Trump ja angeführt hatte und damit schon eine riesige Rallye ausgelöst hat, dass die Chinesen die Amerikaner angerufen hätten, dass die so nicht stattgefunden haben. Vielmehr sagen diese engen Mitarbeiter, dass Trump durchaus besorgt ist über das zunehmende Rezessionsgerede in den USA, denn er weiß, Rezession kann er nicht brauchen, wenn er wieder gewählt werden will. Und er versucht eben hier positive Schlagzeilen zu produzieren und hat dann sozusagen diese Aussagen von Liu He, dem Vizepremier und dem Verhandlungsführer der Chinesen, praktisch so ein bisschen verwechselt, absichtlich oder nicht, wie auch immer. Jedenfalls gab es diese Telefonate nicht, das ist jetzt so ziemlich klar. Die damalige Fake News Rally ist also jetzt so ein bisschen entzaubert. Was haben wir noch? Wir haben heute interessante Aussagen zur EZB, das wird so das nächste Großthema. Oder genauer gesagt von
der EZB. Da zum Beispiel hat sich zunächst mal Madame Lagarde geäußert, die nächste EZB-Chefin, die so unglaublich demokratisch gewählt wurde als EZB-Chefin. Nein, es sind ja die Staatenlenker, die die EZB-Chefs bestimmen. Da gab es einige Hintertür-Deals, davon kann man ausgehen. Und Lagarde hat heute gesagt, naja, die EZB hat noch nicht den Lower Bound on Interest Rates erreicht, also hat noch nicht den Boden erreichte, was die Zinsen betrifft. Naja, wir sind ja nur bei minus 0,4% beim Einlagezins und bei 0 beim Leitzins. Also da ist noch bis minus 100% eine ganze Menge Platz sicherlich. Und wir sind bereit, müssen bereit sein zu handeln jetzt. Also Lagarde voll im Stile von Mario Draghi. Ein anderes Mitglied, nämlich Knot, das ist ein Holländer, EZB-Mitglied. Und damit ein Vertreter dieser eher nordeuropäischen Fraktion, die da etwas dagegen sind, der hat gesagt, wir sehen überhaupt keine Notwendigkeit right now for QE, also für Quantitative Easing. Das hat den Euro zunächst mal massiv nach oben gebracht. Naja, massiv nicht, aber deutlich nach oben gebracht, wie wir im Chart sehen. Aber dann wurde das alles wieder abverkauft. Damit wird sich dann, wenn Lagarde sich durchsetzt, die Zombifizierung der Wirtschaft durchsetzen. Zombiefirmen, die also nicht mal in der Lage sind, ihre Kapitalkosten zu verdienen, die nur deswegen noch am Leben bleiben, weil sie praktisch keine Kapitalkosten haben, sonst würden sie ausgemändelt, weil sie unproduktiv sind, die schumpetische kreative Zerstörung. Und wir sehen schon alleine in den USA, was da passiert ist, hochinteressant, denn hier sehen wir, dass etwa 28% der Unternehmen, die weniger als 5 Milliarden an Marktkapitalisierung haben, nicht in der Lage sind, ihre Kapitalkosten zu verdienen. Das ist ein riesiger Anteil. Je höher die Marktkapitalisierung der Unternehmen ist, umso geringer ist dieser Anteil. Aber 28%, das ist eine Menge, das ist deutlich mehr als ein Viertel, sind also nicht mehr in der Lage, diese Kosten wirklich zu stemmen. Das heißt, die Amerikaner müssen vielleicht auch runter mit den Zinsen. Deswegen wäre da eben die Differenz zwischen den US-Renditen und den europäischen Renditen noch ganz schön groß. Und möglicherweise haben die Amerikaner da noch Strecke vor sich. Diese Unternehmen, die dazu nicht in der Lage sind, sind überwiegend, by the way, im Russell 2000 angesiedelt, in diesem Index, ein Nebenwerteindex. Also da könnte man sich mal umschauen, denn da würden einige Problemchen bekommen, wenn die Schuldensituation ausufert. Schauen wir uns auch nochmal diese Statistik hier abschließend an. Und dann sehen wir, dass es gerade diese Unternehmen sind, die nicht in der Lage sind, ihre Kapitalkosten zu verdienen, die natürlich von fallenden Renditen, damit von fallenden Zinsen, wenn man so will, am meisten profitieren. Diese Unternehmen, die nicht dazu in der Lage sind, die Kapitalkosten zu verdienen, mithin also die Zinsen zu finanzieren, die sie zu tragen haben, die sind in diesem Jahr 18% gestiegen. Das nur mal am Rande. Gehen wir rein in die Charts und schauen uns an, was da so der Fall ist. Wir haben hier den S&P 500. Ja, wir sehen, wir sind jetzt so ziemlich genau da, wo wir vor dem Trump-Tweet waren, wo wir vorher schon gewesen sind. Es ist also eine intakte Seitwärtsbewegung, die jetzt in Euphorie ausgeartet ist, weil die Chinesen gesagt haben, ja, wir sind ja bereit zu verhandeln, wenn ihr die Zölle nicht anhebt, Herr Trump. Also da ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Da muss jetzt eigentlich auch was kommen, sonst ist diese nette Geste der Chinesen auch wieder möglicherweise verpufft. Dow Jones und Nasdaq 100 sehen ähnlich aus, deswegen können wir gleich zum DAX wechseln. Der war ein bisschen, wie auch die US-Indizes, verschnupft über die Aussagen von Knot. Da ging es mal fast 100 Pünktchen runter, weil eben die schwindende Aussicht auf QE, auf Quantitative Easing, auf die Anleihekäufe da ein bisschen schlechte Laune gemacht hat. Die Erwartung an die EZB, die am 11. September tagen wird, ist riesig. Und wenn da irgendwas schief geht, dann wird es lustig am Markt, kannte man sagen. Jetzt ist der DAX bei 11.854. Wir haben den Euro-Dollar, der diese Bewegung gezeigt hat, die ich vorhin schon thematisiert hatte, jetzt praktisch auf Tief, 1,1056. Wir sehen den Goldpreis, wenig verändert, 1,536, und das amerikanische Crude hält sich bei $56.50. Also das ist die Lage. Vor einer Woche war die Sache mit dem Handelskrieg noch deutlich besser, jetzt ist sie deutlich schlechter, aber gleichwohl stehen die Kurse da, wo sie vorher auch waren, weil man wieder so ein Hoffnungsmotiv hat, die Rallye Nummer 738,5, die aufgrund positiver Botschaften einer der Parteien des Handelskrieges gestartet wird. Faktisch ist die Lage aber so, dass wir Zölle gegen Zölle, Zölle gegen Zölle haben. Also die Fakten sind nicht so schön, aber die Hoffnungsmotive sind immer wieder großartig. Und wenn noch mehr Hoffnung kommt, dann werden wir bald wieder neue Allzeithochs sehen, weil es ja so toll um den Handelskrieg steht. Und die Konjunktur wird ja auch durch die Decke schießen, weil dann die Notenbanken wie die EZB wahrscheinlich Quantitative Easing machen. Dann wird alles besser, dann haben wir die heile Welt. Und das ist doch das, was wir alle wollen, nicht wahr? Ich sage Servus und Tschüss.